Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder Dragon Ball Z Shin Budokai 2 für die PSP. Letztes Mal haben wir hier platt gemacht, die ganzen verschiedenen Superboosts. Und jetzt kommt Kid Buu dran. Alle die verschiedenen Kopien von Buu vereinigten sich wieder mit dem alten. Als Majin Buu wiederhergestellt war, wurde es mit der Schlacht ernst. Die Überlebenden griffen zum letzten Mal an. Jungs, das ist wahrscheinlich die letzte Schlacht. Gebt alles, was ihr habt. Gebt euer letztes bisschen. Du auch, Schatz. Los geht's. Trunks und seine Freunde stellten sich mit einem Ruf ihren ärgsten Feind. Und ich kann immer noch nicht lesen. So, jetzt wollen wir mal hier austauschen. Ich will mal gucken, ob ich mit Vegeta spielen kann, weil den habe ich jetzt voll ausgerüstet. Das heißt, ich muss einmal kurz Goku auf Bardock wechseln. So, ich kann Vegeta nicht wählen. Wieso kann ich Vegeta nicht wählen? Okay, tun wir zumindest ein bisschen spröder ausrüsten. Das heißt, Booster Shop und dann einmal ganz runter zumindest ein Slot öffnen. Hier denn hier in der Mitte. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Dann Ultimativ Booster haben wir noch. Gern plus. Oh ne, den will ich da nicht hin haben. Den will ich hier hin haben. So, machen wir das noch kurz. Einfach schnell ein bisschen Leben geben. Oder so. Uiuiui. 100 plus 6er Karten. Das ist blöd. So, passt. Jetzt haben wir einfach ein bisschen viel Leben. Er ist auch so schon stark genug, das heißt, eigentlich sollten wir nicht so viele Probleme haben, wenn er jetzt nicht voll ausgerüstet ist. Ich habe gehofft, dass wir mit Vegeta spielen können, aber geht scheinbar nicht. Weil ich habe es geschafft, mit Vegeto, dem Gegner, 4000 Damage mit der Ulti zu machen. Das heißt, einen mit 3 oder 4 Leisten kann ich one-hitten. Egal, spielen wir mit Gogeta. Gogeta ist auch cool. Ich möchte euch für eure Hilfe bei dieser Schlacht danken. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Es ist lange her, dass ich so viel Spaß hatte. Vegeta, geht es genauso, oder? Danke euch allen. Vielen Dank. Bedank dich, wenn wir ihn besiegt haben. Und jetzt schaffen wir Frieden. Besiege Kid Buu. Genau. Wo ist denn Kid Buu eigentlich? Kein von denen, also kämpfen wir zuerst gegen Super Buu, es scheint. Ach ja, versuch's. Toll, ein volles Leben. Auch gut. Haha! Wieso müssen wir immer Kiberle spammen? Ja, das ist die Kiberle. Ich will doch einfach erstmal die Ulti zeigen. Darf ich? Da! Sternstaub-Explosion! Bam! Ja, nur 1700 Schaden. Also ich hab. Und bam! Und noch eine Sternstaub-Explosion hinterher. Komm schon, triff! Bam! Oh, nicht getroffen, schade. So, was hat er denn noch für Angriffe? Darf ich auch mal kämpfen? Danke. Kam er. Ah! Komm. Aua! Was soll das, du? Jetzt lass mich doch meine Attacke einsetzen. Verdammt nochmal. Guck denn. Kamehameha. Okay. Und zack. Mach mal weg. So, mit Vegeta lässt sich eigentlich auch ganz gut kämpfen. Zack, und ein Set, so muss es sein. Erster Super Buu weg. Ich meine, wir müssen erstmal die ganzen mehrere Boos platt machen, bevor Kid Buu überhaupt auch auftaucht auf dem Feld. Ich glaube, der ist nämlich von Anfang an gar nicht da. Ach ja, und tschüss. Ist das alles, was du kannst? Da und direkt nochmal rein. Machen wir ihn direkt nochmal Platz. Ach ja.
Ach komm. Und jetzt hat das gemacht, obwohl ich die Tastenkombination nicht gedrückt habe. Auch interessant. Hä? Was? Was war das denn jetzt? Egal. Ah, jetzt noch das. Nur wird das hier nicht treffen. Genau. Wundert mich aber auch nicht. Und bam. Ja, das Böse, das Big Bang kann man hat kaum Reichweite. Zumindest scheint es so. Dann nochmal Sternstaub-Explosion. Mann, lass dich doch einfach treffen, verdammt. Dann halt Nahkampf, wenn es nicht anders geht. Nahkampf scheint ja gut zu gehen mit Gebeter. Bam, und weg. Okay, mit Gogeta Nahkampf scheint echt gut zu gehen. Wollen wir es doch mehr probieren mit Nahkampf. Ist auch mal was anderes, als ja die ganze Zeit Tierangriff zu spammen. Oh, cool. Bam, und weg ist er. So, wo hat das Feld verlassen? So, dann gehen wir direkt erstmal zur Stadt D und machen Team Gohan. Du das? Can I really beat this guy? Nein, kannst du nicht. Nicht mal, wenn du es versuchst. Bam und weg. Ah, fuck, nicht getroffen. Bam. Geht doch. Du kannst nicht ewig blocken. Ah, wird sie nicht treffen, oder? Ah, doch, lol. Arm und weg. Gott. Ach komm. Bam. So muss das sein. Und noch. Ach komm schon. Und nochmal. Ich sagte nochmal. Nee, er lässt mich nicht doch durchbruch nicht machen. Komm. Lass dich einfach verprügeln, verdammt nochmal. Zack. Geht hoch. Das hat nicht funktioniert. Arm und rot ist er. Das funktioniert ganz gut eigentlich. Das freut mich. So. Müssen wir Gohan auch zweimal platt machen? Oder kommt jetzt endlich mal Kid Buu? I don't know if I can do this. I think that's enough. Okay, wir müssen ihn nur einmal besiegen. So, einmal heilen und die Stadt reparieren. Dann schnell zu. Alter, Bardock und Co. hat es richtig schlecht. Bardock, lass mich dich retten. Wo bist du? Ah. Ich hoffe, das war der richtige. Ach ja. Tust du das. Und. Bam. Irgendwie kommt mir die Sternstopp-Explosion so und ich irgendwie zu wenig vor. Egal, ist trotzdem tot. Gewonnen. Nun S, och Mann, was soll denn das? Meine Technik war perfekt, was soll denn der Scheiß? Egal. Mann, Bardock gerettet. So, Gohan, ich komm und rette dich. What's the point of this? You'll pay. Hey, was soll das? Was mach ich wieder? Ey, hör auf, Keybälle zu spammen! Keybälle spammen kann ich auch. Und ich verprügel. Ach komm schon. Nein. Ah! Aua. Oh.
damit, dann versuchen wir es anders. Geht doch. Mann. So macht man das. Wenn ich keine normalen Key-Angriffe spammen kann, dann spamme ich halt den Angriff. Scheint ja gut zu funktionieren. Uiuiui. Nö, du stirbst. Dann mach halt den Super Bowl nochmal. Okay, looks like I have no choice. Ja. Geht doch. Oh, das geht wirklich ziemlich gut damit. Oh Mann, ey. Lass das. Fuck, ich bin tot. Okay, ich bin nicht tot. Aber ja. Oh, das war aber knapp. Das war sehr knapp. Egal, ist tot, also. Bin ich zufrieden. Gegen Kidbu wird das aber sehr schwer. Darn it! Maybe the fusion form is unfair. Wir können uns auch sehen. So, wo hat das Feld verlassen? Nein, das lässt so schön bleiben. Mal sehen, ob ich mit so wenig Leben noch gegen ihn aushalten kann. Okay, ich habe ihm nicht mal einen Kratzer zugefügt. Auch gut. Oh Mann. Ja, das ist wirklich unglaublich. Probeta muss nämlich eigentlich stark genug sein, um den Super Bowl platt zu machen. Und die zwei versuchen es gar nicht erst, ihn anzugreifen. Okay, die Bots sind so eingestellt, dass sie sich zuerst heilen und die Schwäche reparieren, als die Gegner anzugreifen. Sternstaub-Explosion. Komm schon, triff. Dann hat er nicht. Bam. Und weg mit dir. Auch das muss ich kriegen. Ja, war klar, dass das nicht trifft. Au. Mann, ey. Das Big Bang kann man mehr hat zu wenig Reichweite. Das fuckt ab. Mann. Als ob. Geht doch. So kann man ihn halt auch besiegen. Und weg ist er. Noch ein plus 7er. Haben schon 4 Stück oder sowas davon. Brauche ich nicht. Ja. So, wo hat das Feld verlassen? Nein. Obwohl. Doch, ich krieg den mal mit dem Bohne. Ja, ich weiß, statt E ist in Gefahr. So. Stadt E ist jetzt zerstört. Das ist schlecht, Stadt E wurde zerstört. Ja, ich weiß. Piccolo, komm her. Ich mach dich jetzt fertig. Ist das Piccolo fusioniert mit Gott? Ja, es ist Piccolo fusioniert mit Gott. Ach ja. Ja, erstmal heilen, wo keine Heilung ist. Sternstaub-Explosion. Einfach sterben und... Ja, und dann triff ich daneben, ey, das ist doch nicht wahr. Das ist die Kugel. Ja, okay, das sollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Oh, es hat aber getroffen. Nice. Oh. Komm her. Schade, hat mich getroffen. Ach, Mann. Ah. Aua. Komm, friss einfach mein Angriff. Du kannst nicht ewig blockieren. Sag ich doch. Warm und tot. Geht doch. Ah.
Auf zum nächsten Kampf. Und kann Kid Buu jetzt endlich mal auftauchen? Das wäre echt nett. Der braucht immer so lange. Ja, wenigstens ist Piccolo One-Hit. Also, ja, nur einmal besiegen. Und statt eben ein bisschen reparieren. Ja, Stadt C ist in Gefahr, ich weiß, aber ich kann mich nicht um 40 Städte gleichzeitig kümmern. Ja, Bardock und Gohan kommen schon. So, kümmere du dich mal drum, die Stadt zu reparieren. Ich gehe zur Vegeta, während Bardock da auch schon hinweist. Aber er ist viel zu langsam. I've got no business with you. Why don't we put an end to this? Ach, komm schon. Was geht so? Ja, oder weniger. Ach, komm schon. Da, Sternstoff-Explosion. Triff bitte. Ja, pufft einfach weg. Dann halt so, ey. Warm und weg. Au. Okay, das war zu erwarten. Ah! Gott, lass mich dich doch einfach besiegen. Ah! Dann halt so! Nichts da, das wird so schön bleiben. Auf mit den Kriebeln, verdammt! Und tot. Das muss sein. Ich mag es, wenn meine Gegner besiegt sind. Vor allem, soweit ich weiß, ist das jetzt das letzte Feldspiel, zumindest von der Story her. Also ich hatte ja noch vor, die anderen Feldspiele zu machen, die wir nicht gemacht haben. Ja, aber das ist im Prinzip das letzte Feldspiel, soweit ich weiß. Ja. Und weg mit ihm. Jeder hat das Feld verlassen. Ja, jetzt doch Kid Buu auf. Und die letzten anderen auch. Mission! Schlage Feinde neben KB dreimal in 180 Sekunden. Was heißt KB? Achso, neben Kid Buu. Okay. Verstanden. Ich will aber Kid Buu platt machen. Mission ist mir jetzt erstmal egal. Ah ja. Kid Buu ist auf jeden Fall sehr stark. Vor allem, weil er die ganze Zeit ausweicht. Und er hat halt so viel Leben. Au. Gott. Ah. Weg mit dir. Mann, ey. Und er hat, die Ulti von Super Buu hat er als normalen Ki-Angriff. Das ist auch immer sehr nervig mit ihm. Au. Ah. Oh, nice, das wird getroffen. Komm, du kannst nicht ewig ausweichen. Bam, Sternstaub-Explosion in die Fresse rein. Natürlich blockt das. Ah, genau den Angriff meine ich. Au. Nein, das lässt so schön bleiben. Komm. Oh. Ich meine, wir müssen ihn dreimal besiegen oder so. Also. Das lässt so schön bleiben. Komm. Geht doch. Oh. Ah. Nein! Ah. Jetzt frisst die Sternstaub-Explosion und geh ins Grab, ey. Geht doch! Nice! 2000 Damage! Was dürfen wir jetzt noch mal zwei oder dreimal machen? Yay! Oh Gott. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er auch eine Vertonung hat.
Kick. Dann halt Janemba. Och Mann. Ja. Du schon wieder. Aber letztes Mal hattest du auch schon kein Glück. Ja. Weil Gogeta stammt aus demselben Film wie Janemba. Jetzt haltet sich schon, wo keine Heilung ist. Ich hasse das, wenn die das tun. Big Bang kann man nicht haben. Leute, hat sich treffen lassen. Ah. Aua. Ja, das war zu erwarten. Aua. Ja. Aua. Komm, alle sind auf einem Haufen. Und Janemba ist auch noch fucking schnell. Das ist so schön bleiben. Ach komm! Weg mit dir. Oh Mann, ich hasse das, wenn die sich einfach wieder hochheilen. Das ist ziemlich unfair. Klar, wenn ich mit Piccolo kämpfe, kann ich das auch, aber Piccolo ist halt nicht besonders stark. Okay. Dann haben wir jetzt einmal besiegt. Also Mission schaffen wir nicht, auch wenn wir jetzt nicht den ersten Kampf gegen Kipu gemacht hätten. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Die gibt nur Bonus, Fanny, also... Ja, und tschüss, ich will gegen Kid Buu kämpfen, der ist nämlich schwerer. Komm her. Ach, oh, Gott. Why don't we put an end to this? Mann. Ja, und schon ist er wieder fast komplett voll, Alter. Ich hasse es. Kannst du schön bleiben? Ja, natürlich. Ja, ich hasse das, wenn die mich einfach greifen. Ja. Ich spüre das Ding. Mann! Kick nur auf zu spammen, ey. Ja, das wird höchstwahrscheinlich abgeladen. Ja, das sag ich doch. Geh weg. Der wird mich mit Kiebeln besiegen, wenn das so weitergeht. Ja! Hasse es! Ich kann einfach nichts machen. Ah, Gott. Also es ist gut möglich, dass wir das... Ich hab die Sensorbohnen doch Dings gegeben. Ich wollte es gerade sagen, es kann sein, dass wir das Feldspiel mehrmals machen müssen. Oh, wie lange geht denn die Folge schon? 22 Minuten, okay, da muss ich die Folge leider hier schon beenden im Game Over Screen. Schade, werden wir es halt nächste Folge versuchen. Das ist halt nicht die letzte Folge des Projekts, oder zumindest die letzte Folge von Hop Story. Ja, dann werde ich zwischen den Folgen werde ich Gogeta einmal komplett aufrüsten. Also das geht das glaube ich ein bisschen besser. Ich hätte ja mit Vegeta gespielt, dann hätte ich ihn getwo-hittet mit der Ulti, aber was soll's. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr kennt das ja. Und ich habe einen Discord-Server zusammen mit Sönke und wäre auch schön, euch dort zu sehen. Link in der Videobeschreibung und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.